Ja, Peace and Justice gesagt. Die ist dieser Midnight Finger Feature. May the 4th be with you. Heute am 4. Mai. Ihr seht, ich bin nicht zu Hause, sondern wieder in der Special Location. Hier, weiße Tisch. Wir hatten da ja schon so ein paar große, dicke Dinger gezeigt. Den Falken, den kleinen, diese kleine Kreatur, diesen Rancor. Und heute zeige ich euch deswegen mal was Kleineres. So ein kleines Schiff, so eine kleine Bark. So, meine Freunde. Es gehört mir leider wieder nicht. Aber es ist ja schön, wenn Freunde sowas haben und ich kann mich daran auch erfreuen. Ja, Jabba's Barke. Ne? Aus der Vintage. Ist das überhaupt eine Vintage Collection hier? Haslab. Und ihr seht, das Ding ist über einen Meter groß. Und wir gehen gleich mal ran und gucken uns die Details an, weil ihr könnt mich eh nicht mehr sehen. Und ich habe auch ein paar Figuren noch mit. Wir haben hier noch Figuren liegen, dann bestücken wir das ganze Stück gleich mal. Aber ich würde sagen, wir filmen jetzt erstmal einmal rum und klappen dann so ein paar Klappen auf und gehen mal rein in das gute Stück, ne? Weil von innen ist das auch Bombe, aber von außen auch schon absolut herbe. Ich sehe hier schon so Glitzer. Achso, das sind Styroporreste. Okay, wir gehen mal ringsherum hier. So. Wir fliegen einmal erstmal so ein wenig hier rum. Ist ja auch ein bisschen größer, das Schiff. Wer nicht weiß, von was das ist, aus Rückkehr der Jedi Ritter Jabba da hat. Ne? So, jetzt muss ich mal mit dem Film hier aufpassen. Huch. Hier haben wir schon mal so eine kleine Laserkanone. Die kennen wir aber auch vom Wizam. Der hat die nämlich auch beigehabt in der Black Series und jetzt auch als Vintage Collection Figur. Guck, alleine das hier, was auch immer das für ein technischer Verteiler ist. Der sieht klasse aus. Hier gehen schon mal so ein paar Klappen auf. Aber wir sehen noch nichts da drin. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, auch schön die Ruder. Guckt ihr das mal an hier, ey. Boah. Also ich kann euch sagen, das Ding, die Details da drin, Hammer. Einfach nur Hammer toll. Aber ich meine, das hat ja auch einen stolzen Preis, das Gefährt. Ne? Das gibt es mal nicht eben für 200 Euro irgendwo. Und vor allem gibt es das gar nicht irgendwo. So, weiter hier. Hey, hey. Wahnsinnig. So, wenn wir jetzt Sand hätten, dann würden wir direkt damit im Sand spielen. Ich zeige euch mal einmal so von unten. Das tun wir bestimmt nachher nochmal. Jetzt hier, ey. Oh. So, einmal zur anderen Seite. So, hier sehen wir, was auch super schön ist. Aber die kann man auch vorsichtig bewegen, das ist schon mal gut. Versuchen, nee, so gehe ich lieber nicht rum, weil meine Arme gar nicht so lang sind. Damit zerstörte die Barke sich ja von selbst. Also eigentlich war das ja Prinzessin Leia, die erst gemacht hat. Aber die können wir später ja auch nochmal draufsetzen. Vielleicht mal gucken, wie das passt. Die Farben sind auch super. Alles so, so Kupferfarben irgendwie so. Boah, schön auf alt. Hier auch super. Hier wieder so ein Kopf, genau wie an Jabbas Thron. Da sind ja auch diese komischen einäugigen Viecher drauf. Dann haben wir hier, ne? Hier haben wir schön. Das ist wie auf dem Schiff, ist ja auch eine Barke. Das kenne ich noch von meinem Opa vom Segelschiff. Da haben wir nämlich auch den Weg zur Kajüte gehabt. Und da konntest du das auch so aufmachen. Das ist super. Die Kanonen kann man natürlich auch bewegen. Die können wir an mehreren Stellen auch platzieren. Zeige ich euch hier nochmal, ja, und hier geht gleich der Kampf ab, ne? Luke und so weiter. Auch schön diese Lautsprecher hier. Ich guck mal, ob ich euch die so zeigen kann. Ja, das sieht gut aus. So, dann. Ich frage mich, was das hier ist. Hier ist noch so ein Haken irgendwas. Super. So, dann probiere ich mal vorsichtig das zu öffnen, das aufzumachen. Da kann man wahrscheinlich hier. Ah. So, jetzt schaut euch das schon mal von innen an. Das sieht schon mal richtig geil auch aus. Boah. Da könnte man sich auch einen Helm rausmachen. Das ist direkt so ein Bakenvisier. So, und jetzt hier das Cockpit. Ich muss mal hier eben meinen Dings hier so wegmachen. Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Ja, doch, vom Licht geht's aber, ne? Man könnte euch ja selber kaufen, dann könnt ihr euch das richtig angucken, wenn sich jetzt einer beschwert, man sieht die Details nicht richtig. Ah, guck mal. Ah, den Knopf kenne ich. Da
das. Und hier auch, hier sind auch wieder diese Viecher. Ich weiß nicht, wie die heißen, diese Einäugigen. Weil es gibt auch einen so ein Monsterviech, ich glaube in der Kantina war das. Und das war so ein Zyklop halt. So ein Einäugiger. Vielleicht hat das damit was zu tun. Da sieht man schon, hier können wir schon mal weiter reingehen. Das machen wir gleich aber von der anderen Seite. Ich glaube, wir lassen noch mal ein bisschen Licht hier rein. Jetzt gucke ich gerade, wo war das? Hier kann man auch öffnen, ne? Also, Mitte ist hier, ne? Ist egal, von welcher Seite ich, rechts oder? Oh. Ah. Ah. 5 Millionen Credits im Arsch. Entschuldigung. So, gut, haben wir hier nochmal das Panel. Und andere Seite, zack. Ja, da ist jetzt nicht so viel zu sehen. Sieht aber trotzdem toll aus. Und hier ist auch noch eine kleine Klappe. Ne, da kann dann auch wieder einer vorluken und dann zack rüber ab oder so. Auch geil hier diese ganzen Düsen. Guck mal, hier sind immer so kleine Düsen, wahrscheinlich zum Navigieren, dass man da die Barke auch in richtige Stellung bringt. So, jetzt fliegen wir da mal rein. Zack. So. So. Hier kommen wir vom Cockpit. Jetzt ist ja natürlich alles ein bisschen schattig. Wie ihr seht, hier ist ein Gefängnis. Und da haben wir ein Hammerhead-Skelett drin. Das ist ja richtig cool. Und was ich auch gar nicht so schlecht finde, hier, zack, Gitter zu, Gitter auf. Dann kann der Koch ihm was bringen, weil, ja gut, verhungert ist er eh schon, wie man sieht, aber hier ist eine Küche. Da muss ich natürlich die Tür wieder zumachen. Ich kann so nicht arbeiten. Warum ist das hier immer rum? So. Da ist die Küche. Das sollte ich vielleicht so machen, dann habe ich nicht so den Schatten von der Kamera im Bild. Da hängen noch, keine Ahnung was das sind, Weltraumhähnchen. So von Tatooine doch, die hat Jar Jar Binks Auge ist. Und so ein dicker Frosch ist dabei, so ein Jabba-Frosch. Da hinten der. Da auch mit den Haken und so, das ist super. Abzugshaube hat der Grill sogar. Jabba's Grill, da gibt es dann Banta-Bratwurst. Oder Town-Town-Rücken auf Eis. Hier kann man wieder hoch. Das sind dann hier die Klappen. Huch, das war das Segel. Ja, hier stürmen dann die Niktos raus und greifen Luke an. Da haben wir noch eine kleine Waffenkammer. Ich zeige euch mal hier so ein paar Vibro-Äxte von den alten Schweinewachen, von den Gamorreanern. Das auch sehr schön hier. Hier sieht ihr die Köpfe der Zyklopen. Hier geht es auch noch weiter. Da kommen wir gleich mal hin, weil da ist, glaube ich, weiß nicht, Maschinenraum oder so. Ja, hier kommen wir dann oben wieder raus. Ich leuchte hier noch mal ein bisschen. Ich kriege gar nicht genug davon. Und was auch schön ist hier, diese Ketten, die hier beiliegen. Da können wir nämlich dann schön der Prinzessin Leia ein Halsband umlegen und so weiter. Und dann ist sie gefangen am Jabba. Ach, nochmal das Cockpit von so zeigen. Und ja, hier geht es dann hinten durch. Das ist auch schön hier, diese Gullideckel. So, hier geht es auch noch weiter. Und was da ist, ich glaube, ihr könnt... Ach so, mein Handy ist natürlich doll, wird das so zeigen. Man sieht schon ein wenig was da von dieser Weltraumschnecke. So, wir öffnen mal und gucken weiter. Ah, mein Handy aus hier. So, nach ein paar Schwierigkeiten habe ich das Panel hier auch abgekriegt. Und guck mal hier, Ishi-Tip, da ist er. Den habe ich auch noch als Figur rumfliegen. Den könnte ich eigentlich demnächst mal. Ach, den habe ich gar nicht mitgenommen. Ja, das ist natürlich doof. Ich blende den einfach mal ein, damit ihr seht, dass das wirklich Ishi-Tip ist. Das ist aus ihm geworden, der alte Racker. Hier sieht man dann auch noch, ne, ein paar von den Fensterläden kann man aufmachen. Das ist schon schön, da kannst du überall was reinlegen und so. So, mal zur Seite damit. So, jetzt hier. Schula. Jabba, jetzt habe ich das Licht wieder weggemacht. Ich bin auch ein Experte hier. Komm. Und Jabba sprach, es werde Licht. So. Da haben wir jetzt einen Jabba drin. Das ist der erste, den ich jetzt eigentlich sehe für 3 3/4 Inch, beziehungsweise hier Vintage Collection.
Es gab ja noch einen anderen, was war das, ein Black Series in 3,3 Viertel, wo ich den großen auch von habe, den 6 Inch. Hier haben wir nochmal, hier ist eine Sprechanlage, wo dann gesagt wird halt, ne, ehrenwerte Opfer des allmächtigen Zalak und bla bla bla, so. Oder des allmächtigen Jabba, ich weiß es nicht mehr. So, hier haben wir auch, das ist schön, dieses Fresko an der Wand von Jabba. Und noch einen Schweinewachenkopf, einen Gamorreaner-Kopf dabei. Ich guck mal so, ob wir so reinkommen, ja, das geht. Ey, wie cool das auch aussieht, die ganzen Wände hier, als wenn die so holzvertäfelt wären. Das ist schon. Und das hier. Guck mal diese Arme hier, was sind das für Arme? An den Glasdingern hier dran, so Silicious Crump-Arme. Mini-Rancor-Arme kann ja nicht sein, dafür ist ein Rancor zu groß. Das sieht aber herbe aus. Aber, jetzt schaut mal hier, das ist Hammer. Da haben wir noch einen Rancor. Ey, der hat so geile Details hier, die Barke, das ist der Hammer. Guck dir das mal an. Ja, hier können wir natürlich viele, viele Figuren reinstellen, das mache ich gleich auch mal. Dann bestücken wir die mal und gucken uns mal an, wie das schöne Teil mit Figuren aussieht, ne? So, die eine Seite habe ich euch gezeigt und vielleicht später noch mal kurz von unten, da muss das aber gehalten werden und ich zeige euch jetzt hier noch mal. Hier gehen natürlich überall, oder? Ich sag gerade natürlich, nee, die hinten gehen nicht auf. Natürlich gehen die hinten nicht auf, macht ja nichts. So, ich würde sagen, ich bestück die mal eben mit Figuren. Dann gibt es noch ein Abschlussfoto und wir gucken mal, was ich an Püppchen jetzt mal habe. Dafür stelle ich das Stativ jetzt aber wieder ein bisschen weiter weg. Und dann gehen wir nochmal nah ran. So, ich habe zufällig auch einen, dann sehen wir hier einen alten Vintage-Jabba. Ja, der passt hier auch rein. Ich habe jetzt natürlich den Thron nicht mitgenommen. Aber dann wirkt er doch schon sehr, sehr massiv halt, ne? Wenn wir jetzt hier so einen großen Jabba hätten, der ist ein Vintage. Aber ich pack den mal so zur Seite. Wir haben natürlich ein R2, ne? Mit Getränkehalterung. Den müssen wir natürlich schon mal irgendwo hier reinstellen. Am besten hier, da hinten kloppen sich gleich eh die ganzen Jagdfaces und so. So, ein paar Figuren haben wir. Und ja, dann fangen wir jetzt an zu spielen. So, jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen in Bestückung, damit das auch akkurat hier alles aussieht, ne? Damit wir wenigstens so ein paar Mannequins hier haben. Und, ach so, ich könnte noch mal leuchten. Nein, ich leuchte nicht. In Jabbas Barke ist es auch mal finster. Ja, ein schönes Spielzeug, da könntest du monatelang mit spielen als Kind, ne? Im Sommer ab in Schnee damit, einen Zalak bauen, super. Ja, wie gesagt, der Jabba, der, das ist halt gewöhnungsbedürftig, ne? So von der Bemalung, so ist er ja toll. Aber weil ich bin halt den Alten hier gewöhnt, ne? Und der ist, ja, den finde ich halt passend dazu. Obwohl, das geht, also das ist, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Oder? Ja. Mir doch egal. Ich kann mir das eh nicht kaufen, besorgen. Die schöne Barke. So, ich setze mich nochmal hin und sag dann tschüss. Ne? Das war Jabbas Barke. Einen schönen Star Wars Tag noch. Ja, meine Mitleidenden, mit Freunden. Das war des Barke. Also nicht von Jabba, sondern vom, den Namen sage ich jetzt nicht. Ein schönes Teil,
Ich bedanke mich, dass ich dieses Gefährt abfüllen durfte und es mal anfassen durfte. Ich werde meine Hände nicht mehr waschen und das zu Corona-Zeiten. Nein, gar nicht gut. Aber ja, ein schönes Spielzeug auch mal zur Seite stellen, in die Vitrine stellen. Aber zum Spielen optimal. Wir haben super Features hier dran. Ja, da sehe ich schon wieder so ein Detail. Ich glaube, das reicht, was ihr gesehen habt halt. Ne? Und ja, mit dem einen ist die Macht, mit dem anderen nicht. Aber so ist das halt. May the Fourth be with you. Und Peace and Justice gesagt. Ich hau jetzt ganz schnell wieder ab, so wie mit den anderen Riesenteilen. Tschüss.